Hey Leute und willkommen zu diesem neuen Video auf unserem Kanal. Es ist wieder 3 Wochen her, dass ich euch begrüßt habe zu einem neuen Video. Und ganz am Anfang muss ich sagen, das tut mir leid. Also es tut mir wirklich leid, weil ich habe selbst vermisst, Videos zu machen. Und ich weiß, dass ihr auch Videos vermisst habt von mir. Aber ich habe gute Nachrichten, Leute. Denn in diesem Video werde ich klären, warum es so lange keine Videos mehr gab und was ich daran ändere, dass in Zukunft wieder täglich Videos kommen. Der Grund, warum in letzter Zeit so wenig Videos kamen. Ich würde sagen, damit fangen wir mal an. Und der ist relativ einfach. Es hat grundsätzlich mehrere Gründe, wobei, glaube ich, der entscheidendste Grund ist, dass ich Klausurphase in der Schule hatte. Für die Leute, die nicht wissen, was eine Klausurphase ist, das ist einfach, so wie der Name schon sagt, die Phase, in der die Klausuren, also Arbeiten, in der Schule geschrieben werden, in der Oberstufe vor allem. Und da werden dann natürlich alle Klausuren, also LK-Klausuren, Leistungskursklausuren, Grundkursklausuren und so weiter geschrieben, die natürlich alle ins Abi eingehen, mehr oder weniger. Und das ist mir natürlich dann wichtiger gewesen, als Videos zu produzieren, weil es da ja auch um meine Zukunft geht und ich natürlich versuchen will, so gut wie möglich in der Schule hier zu sein und das beste Abi, so was ich schaffe, halt rauszuhauen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ich denke schon. Ich muss mich ja auch nicht richtig dafür rechtfertigen. Aber wie gesagt, es tat mir selber leid, dass ich keine Videos machen konnte. Und ich habe mir überlegt, das muss ich ändern. Das muss ich ändern. Ich will wieder den Kanal zurück, so wie er früher da war. So als täglich Videos kamen, als ihr es richtig abgefeiert habt, dass als die Community richtig gut gewachsen ist. Sowas will ich zurück, die alten Zeiten. Und da habe ich mir was überlegt, Leute. Endlich mal. Das ist so eine simple Idee und sie wird einfach funktionieren. Und vorher bin ich nicht drauf gekommen. Warum auch immer. Ich glaube, es lag daran, ich erzähle es euch einfach gleich. Ich erzähle euch erstmal meine Idee. Also, ich nehme jetzt Videos. Die Idee ist einfach vorproduzieren. So ist es leicht gesagt. Ich nehme Videos im Voraus auf im Moment. Ich bin jetzt bei so 3 bis 4 Stück. Und die ich werde noch mehr aufnehmen. Die ich dann hochlade, aber noch nicht freischalte. Ich warte erst, bis ich dann so 1,5 Wochen vorproduziert habe und dann fange ich an, das erste freizuschalten, am nächsten Tag kommt das nächste und so weiter, damit täglich Videos kommen. In den 1,5 Wochen, die ich vorproduziert habe, kann ich dann schon für die nächsten 1,5 Wochen Videos aufnehmen, sodass ich es dann schaffe, jeden Tag ein Video hochzuladen, da ich einfach jeden Tag ein Video produziere für den anderen Tag. Und selbst falls ich meinen Tag aussetzen muss mit Produzieren, macht das gar nichts, weil ich habe noch genug Videos, um halt diesen Buffer, dieses Polster, sage ich mal, wo ich mich dann halt drauf verlassen kann, dass trotzdem ein Video kommt. Und das will ich durchziehen. Nebenbei schreibe ich nämlich auch nur noch 2 Klausuren dieses Schuljahr. Das ist einmal Deutsch und Erdkunde, also nichts, wofür man wirklich viel lernen muss. Wenn ich die dann noch fertig geschrieben habe, bin ich komplett durch. Dann geht's auf Abschlussfahrt mit meinem LK. Und danach fangen dann die Sommerferien an, wo ich die ersten beiden Wochen ja weg bin. Aber auch da soll das Prinzip des Vorproduzierens angewandt werden. Ich will auch für die 2 Wochen in Schweden durchgängige Videos haben. Und das, ich weiß, es ist eine harte Aufgabe, aber ihr müsst mir da vertrauen, dass ich das schaffe. Ich werde Videos mit Tobi machen und so weiter. Es wird wieder den alten Kanal geben, so wie ihr in Erinnerung habt, eventuell, wenn ihr da schon da wart. Wir gehen auf die 7.000 Abonnenten zu, auch mega viele Abonnenten. Ich freue mich auf die 10.000, das ist der erste richtig große Meilenstein, den wir dann erreichen. Und ich hoffe, die kommen schnell, wenn ich mich jetzt wieder reinhänge. Leute, ich hoffe, euch gefällt das. Es tut mir echt leid, dass in letzter Zeit wieder so wenig Videos kamen, aber es wird sich ändern, versprochen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich weiß nicht, wann es kommt, vielleicht schon morgen oder übermorgen. Ich denke eher nicht, ich denke, es dauert noch so eine Woche, aber dann kommen wieder täglich Videos, Leute. Ich hoffe, ihr freut euch, haut rein und ciao.